Ehrenpflaume in Los Angeles. Heute treffe ich mich mit meinem guten alten Freund Ralf Möller. Ein Tag mit Ralf Möller. Ja, da gibt es unglaublich viele Geschichten zu erzählen. Ralf lebt ja jetzt seit fast 30 Jahren hier in L.A. Und ich freue mich auf all das, was heute mit ihm passiert. Also jetzt schon mal Ehrenpflaume abonnieren, denn ihr wisst, hier gibt es immer coole Videos. Jetzt gibt es einen Tag mit Ralf Möller. Ich war Mr. Universum 1986 bis 87. Guck mal, mit dir kann man doch die perfekte Star-Tour machen. Ich weiß noch, was ihr erzählt, wenn der Möller mal so 50, 55 ist, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Tja, Leute, getäuscht. Heute mit 63. Hallo, hallo. Na? Guten Morgen. Sei gegrüßt. Ne? Ja. Bist fit? Fit. Wie lange bist du schon wach? Seit 6 Uhr heute Morgen. Okay. 6 Uhr sind wir wach geworden, beziehungsweise ich. Dann ist ja bei uns so am Nachmittag, 14, 16 Uhr. Heute habe ich mir natürlich darauf gefreut, dass wir es mal jetzt endlich geschafft haben. Super. Dass wir heute jetzt einen Tag verbringen und ein bisschen trainieren und das eine oder andere dann auch mal noch anschauen. Halt hier. Und da oben dann am 11. Stock, da bin ich dann da oben. Nicht groß, aber vielleicht 80, 90 Quadratmeter knapp. Sag mal, kurz vorab, wie lange bist du jetzt schon in L.A.? Ja, ich bin jetzt, also rübergekommen bin ich in den 80er Jahren. Ich habe zum Beispiel hier einige Wettkämpfe gemacht, Gastauftritte, aber rübergezogen dann damals mit Frau und Kind. Damals gab es die zweite noch nicht, die Laura wurde 89 geboren in Essen. Die ist jetzt mittlerweile, wird 33 auch jetzt, Wahnsinn, die Zeit. Du hast aber auch so junge Kinder gekriegt. Ja, ich war 30, als ich geheiratet habe. Aber wir sind Ende 92, Anfang 93 sind wir hier rüber. Amerikanischen Pass auch seit... Aber das wusste ich gar nicht. Ich hatte immer die Green Card über 20, 25 Jahre. Und irgendwann... Man kann, nachdem man die Green Card hat, nach 5 Jahren kann man dann automatisch auch sagen, okay, ich möchte jetzt auch die Staatsangehörigkeit. Aber ich bin ja auch, wie selbst da weißt, in deinen Sendungen schon gewesen, bin auch öfter in Deutschland, auch Werbepartner oder auch Produktionen. Jetzt gerade auch mit Detlef Buck gearbeitet in Berlin vor einigen Wochen. Und so ist es dann immer ein Hin und Her. Aber größtenteils, wie gesagt, also doch. Über 70-80% bin ich hier und dann immer schon mal wieder auch nach Europa. Kann man ja auch aushalten. So, bevor wir jetzt starten, sag mal ganz kurz, so deinen Morgen. Gehst du jeden Tag zum Training? Ich gehe jeden Tag und... Hast du jetzt schon gefrühstückt? Nein. Ich hatte einen Kaffee. Okay. Ich war heute Morgen um 6 Uhr wach. Ich habe mit meinem Agenten gesprochen in England. Für eine Produktion, für einen Film, für eine Wikinger-Produktion, die nächstes Jahr im Mai stattfinden soll, in Prag und in Norwegen. Wer kommt denn bitte auf die Idee, dich für einen Wikinger zu besetzen? Ich weiß auch nicht. Man muss auch mal was anderes spielen, als immer nur mit dem Schwert in der Hand. Ne? Ja, das ist immer mal mein Ding. Aber es ist wirklich so. Wann immer es geht, dann morgens zum Training? Morgens zum Training. Ich treffe dann meistens auch einen Arnold mit seinem Fahrrad unten hier am Hotel, am Fairmont. Und dann fahren wir mit noch einem Freund oder Kumpels oder Kollegen auch schon mal Richtung Gym. Ne? Das und, ist dann in Venice, habe ich das gesehen. Das ist in Venice dann richtig. Und da trainiere ich dann eben halt oder trainiert man dann eine Stunde zusammen. Und danach geht es dann zum Frühstück im Grunde. Ja? Oder fahren jetzt erstmal unten runter zum Beach Richtung Venice. Und dort werden wir dann ein bisschen trainieren. Das ist doch ein guter Plan. Das ist ja schon mal ein guter Plan. Dann sehen wir weiter. Ja, ist schon herrlich hier. Hier ist doch auch irgendwo das Giorgio Baldi, oder? Ja, hier links fahren wir gleich vorbei. Ah. Da war ich noch letzte Woche. Das ganz ist hier. Ganz berühmtes Promi-Lokal, ne? Richtig. Hier, das ist also... Justin Bieber, hier waren sie alle schon. Ja. Na, hier stehen jeden Abend die Paparazzi. Ja. Müssen wir jetzt hier runter? Ja. Ach so, hier so eine. Gibt es so eine Rentnerschiene? Ja. Wisst ihr? Ja, das ist natürlich wirklich ein Traum. Also ich glaube, wenn du hier morgens deinen Tag so beginnst, das ist schon sehr, sehr schön. Ja. So, und wenn du jetzt natürlich jetzt schon wie wir mit dem Fahrrad oder mit diesem Fatbike unterwegs bist,
dann hast du natürlich schon mal eine gute für die Kondition, weißt du? Ja, das stimmt. Guck mal, dann kann ich dir gleich noch zeigen, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, eines meiner persönlichen Lieblingscafés. Ja. Hier Back mit on the Beach, ja. Ah. Genau. Ja? Ja, ja. Absoluter Tipp. Ja, hier sind die ganzen Baywatch, der Traum eines jedes Schwimmmeisters. Hier habe ich hier mal vor über 40 Jahren den Job erlernt, den Beruf. Mhm. Und ja, dass du da nie mitgespielt hast, wieso, dass da nie da jemand auf die Idee gekommen ist. Da war ich noch gar nicht hier, in dem Sinne, also es war in den 80ern. Na, wenn es einen Rettungsschwimmer gibt, ja, dann bist du das. Dann der Möller aus Recklinghausen, genau. Ja. So, hier haben wir zum Beispiel den Santa Monica Pier. Und hier, genau hier, ist er bei Rocky, Sylvester Stallone, damals immer hoch und runter gelaufen. Guck mal, hier ist doch im Grunde genommen, jede Ecke ist doch irgendwo ein Filmset. Ja, kann man so sagen, wirklich. Doch, weiß ich noch, letztes Jahr, als wir hier waren, im November, ja, da hat Paris Hilton geheiratet und die hatte die gesamte Santa Monica Pier gemietet. Und da ist das alles irgendwie in Pink und so alles ausgerüstet worden. Ja. Hier war gerade jetzt auch die AFM, amerikanische Filmmarkt. Aha. Dort werden dann Filme eingekauft, verkauft, okay, oder also auch so wie Berlinale zusammen, so wie die Berlinale. So, wie oft wirst du so von Deutschen erkannt, wenn du jetzt hier im Rad unterwegs bist und so? Ja, wenn Deutsche da sind und ich feiere dementsprechend, aber da sind schon die einen oder anderen, die sagen, ach, guck mal, der Möller. Ja. Oder wie vorhin auch jemand hier, die Amerikaner auch, mhm, schon mal. Aber wie gesagt, kommt, die meisten kennen mich mit Schwert und mit Schwert und Helm. Und nicht auf dem Bike, mit Fahrrad, ja, mit Outfit. Aber ja, ja, ich muss mal sagen, dass die Touristen, oder du bist ja schon kein Tourist, du bist ja auch schon fast ein Einheimischer, die manchmal mehr Tipps geben können, weil man selbst immer gar nicht so da manchmal hingeht oder hinfährt, wenn man hier lebt. Weil du ja immer in deiner eigenen Hut bist, weißt du, ja, du kommst ja gar nicht so viel rum. Und also wenn man hier zu Besuch ist, weißt du, man hat ja immer so ein paar Spots, die man sich dann ausguckt. Ja. Wir machen jetzt nicht mehr das klassische Touri-Programm, ja, weil wir natürlich viel auch schon gesehen haben und erlebt haben. Aber dann sucht man sich halt andere Sachen aus. Und dafür finde ich zum Beispiel Instagram auch immer gut, ja, mhm, weil du da natürlich immer perfekte Tipps kriegst. Ne? Also so, was gerade cool ist, was angesagt ist und so. Ja, hier ist es dann, Kai, natürlich am späten Mittag oder besonders am Donnerstag, Freitag, Samstag richtig voll. Ja. Guck mal, das hier zum Beispiel, ne, das sind halt das sind sowas, Touristen. Das ist halt, ja, richtige Touri-Cafés. Ne, da. Der will zum Rodeo Drive, wenn er hier einkaufen kann. Ja? Ach, das hat so viel History hier. Die 70er Jahre damals, die 80er. Hier sind wirklich teilweise auch manchmal einige Lakers-Spieler, die auch dann schon mal außerhalb der Saison hierher gehen und schon auch schon mal werfen. So, da sehen wir. Das ist es. Ja. Das berühmte Muscle Beach. Ich sag da mal gleich was für uns. Das ist sozusagen, wenn hier Meisterschaften sind, ist hier die Bühne und da sitzen die Leute. Und richtig. Also das ist hier so eine Art kleines Kolosseum. Ja. Das war hier, das ist jetzt erbaut worden. Joe Weider war im Grunde auch derjenige, der mit seinem Bruder Ben Weider in den 60ern, 70er Jahren das Bodybuilding mäßig, also hat Geräte verkauft, hat Proteine hergestellt und war auch derjenige, der den Arnold Schwarzenegger, aha, rübergeholt hat. Okay. Hier haben die dann trainiert, allerdings gab es da nicht so tolle Geräte zu dem Zeitpunkt. Ja? Da wurde noch mit reinem Stahl trainiert, richtig, oder? Richtig, das ist jetzt alles erneuert worden vor einigen Jahren. Das haben die hier neu gemacht. Und hier kann dann jeder gegen, ich weiß nicht, $10 hier auch trainieren. Aber damals gab es da nur so alte Geräte. Aber, mhm, trotzdem die Spirit und dass es hier war, das hat alles hat hier angefangen. Mhm. Und dann haben die hier gelegen, haben sich gesonnt, sind ins Meer gegangen. Und dann am Abend haben sie wieder ein Training durchgezogen. Also da, wenn du trainierst, ich kenne das von meiner Zeit her,
Wann warst du Mr.? Ich war Mr. Universum 1986 bis 87 in Tokio. Habe aber vier Anläufe gebraucht. Bei meiner Größe von 1,96, fast 97 zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich ein bisschen geschrumpft im Alter, verliert man einen Zentimeter oder zwei, habe ich die Meisterschaft gewonnen. Erstmals auch unter den Rules, wie man so schön sagt, von der Olympischen Komitee. Mhm. Das heißt, wir wurden getestet auf Anabolika oder auf irgendwelche andere Mittel. Mhm. Wir blenden gleich mal ein Foto ein von Ralf 1986. Mr. Universum. Richtig, da ging es rund. Da hat es aber auch deinen Körperfettanteil von unter 10% wahrscheinlich, oder? Ja, für den gewissen Zeitpunkt. Also ich meine, du hältst den ja dauerhaft. Ja, genau. Aber mir fehlt es dann an Masse. Ich habe den, aber das ist schon perfekt. Klar, ich kam aus dem Schwimmsport, bin 7, 8 Jahre geschwommen, habe damals auch ein bisschen geboxt und mit 17,5, 18 den Weg ins Studio gefunden. Natürlich waren das nicht so Fitnessstudios, wie wir sie heute erkennen. Das war so à la Rocky. Ich bin da von Recklinghausen nach Herne gefahren mit dem Fahrrad oder teilweise mit der Straßenbahn, auch teilweise manchmal schwarz früher. Und dann bist du darüber und den Rest bist nochmal gelaufen. Ich habe also eine Stunde, anderthalb gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und da habe ich angefangen zu trainieren und bin dann später nach Essen zum Jürgen Brandt ins Studio gegangen. Und dort habe ich mich dann auch auf Meisterschaften vorbereitet und mal gesagt, okay, da mache ich jetzt mal mit. Das probieren wir mal. Ich kannte das nur von mir, dass ich die Badehose anziehe, wenn ich ins Wasser springe, aber nicht, wenn ich auf einer Bühne stehe und dann noch... Musste ich da auch mit der braunen Farbe? Ja, du musstest ein bisschen Farbe oder was haben. Heute ist das einfacher, heute sprühen die das Rückzug ein. Damals hast du die Hände voll gehabt, da gab es so Bräuner, die haben da noch gerochen. Oh Gott. Und dann, ja, dann hast du dann da gestanden und deine Posen dann da reingezogen. Und Kannst du die noch? Ja, sicher, wenn wir da hinkommen. Aber Ladies and Gentlemen, today's number 5, Ralf Möller from Germany. Who wants to be and became number 1. So this is the stage here. Und gibt es da Musik dazu eigentlich? Ja, ja, damals gab es Musik. Ich zeig dir mal ein Video. Vielleicht können wir das einspielen hier bei dir. Tallest man in the contest coming up. Big guy, Ralf Möller. What do you think of his symmetry? He's not terribly symmetrical. He's very big. He's what we call an impressive physique. Some physiques are very good, not impressive. And others impressive and not totally good. But giving this man credit here, he's evenly developed. There are some things out of your control in developing your body. And symmetry is not his forte. Ralf Möller from Germany. Dann hast du eröffnet, zack, zack, ja, zack, ja, dann rüber, dann bin ich rumgedreht, dann wurde hier, bumm. Und das ist dann so eine ganze Choreo? Ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Und dann gehst du die, dann hast du die hier rein und dann kamst die, ja, die Muscula. Und was ist die finale Pose? Die finale Pose war dann meistens die Mos Muscula, wo man dann alles angespannt hat. Aber ich habe es natürlich dann so eine Präsentation auf der Bühne dauerte teilweise bis zu 45, 50 Minuten. Aber nicht dein Auftritt, sondern von mein allen. Mein Auftritt allen. War vielleicht anderthalb Minuten, aber du musstest ja mehr Runden machen. Wir standen dann im Hintergrund und dann wurden 3, 4 nach vorne gerufen und die mussten dann gewisse Posen machen. Versucht nur mal 30 oder 45 Sekunden oder eine Minute so eine Pose zu halten. Und nicht nur die Bizeps anzuspannen, sondern die Beine. Überall muss eine Spannung sein. Dann werdet ihr sehen, dass eine Minute allein schon, wie schwer das ist, das anzuspannen. Du hättest dich auch gut gemacht. Ja. Du, ich kann dir, also ich weiß, du bist fit. Du hast im Moment, deine Bauchmuskeln sind wirklich top. Also ich sag mal so, ich habe seit 2 Jahren überhaupt Essen Latissimus, den gab es bei mir vorher gar nicht. Der wurde bei mir nicht mit ausgeliefert. Ja, ja. ich zeige dir Übungen nachher für den Latissimus. Den habe ich nachrüsten lassen. Ja, aber nein, cool. Aber wie gesagt, das Haar alles hier, die Häuser, dieses Building, das ist noch alles da, auch von den 70er Jahren her. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter fahren würde,
Da gibt es sogar eine Mauer, die steht noch heute da. Mhm. Als der Arnold nämlich hier rüberkam mit dem Franco Colombo, haben die die Mauer gebaut. Der musste ja Geld verdienen. Mhm. Und diese Mauer gibt es auch noch heute. Okay. Dann fahren wir da noch mal eben hin. Ja. Da ist so eine riesen Malerei von ihm. Mach mal ein Foto und dann kannst du das Foto von uns nehmen und dann ja. Das andere Foto, was ich mit ihm mal gemacht hatte hier. Da muss ja eigentlich ein Bild von dir hin. Du, wir werden noch ein Building dazu bauen. Genau. Im Moment, wie gesagt, oder ich müsste es drüber malen lassen. Ja, oder pass auf, das ist ja heute mit der modernen Technik ist ja alles möglich. Ganz Pass auf, wir machen das jetzt einfach, ich glaube, das kriegen wir hin. Ehrlich? Dass wir aus dem Bild jetzt einfach, da müssen wir ja nur den Kopf austauschen. Ja. Mehr muss es ja gar nicht sein. Eben, das stimmt ja. Kommt ein Hotel jetzt hin, demnächst. Aber da haben wir früher trainiert. Das hat auch Arnold gehört damals mal, das Building. Jetzt fahren wir links runter. So, das ist Goals jetzt hier. Joseph ist hier, you can see, a Schwarzenegger Junior. There we go. Here he is. Okay, nice to meet you. I mean, look at it. He's pumped up already. See, we have the bicep pump ready. Wow. Did the lats today, and we're ready for action. Er ist also im Filmbusiness sehr erfolgreich. He's also in the movie business. Oh yeah. When they sent you to Germany to promote a movie. You will go in you his need to show. Come on my this shows. Is always on Saturday. So now we're best friends. See that? Yeah. Absolutely. He's the man to be with. Yeah. There we go. Okay, nice to meet you. Okay. I'll see you soon. Take care. Right. Okay, have a good day. Okay. I'll see you soon. So nice to meet you. Nice to meet you. Die Heidi wird uns jetzt ein paar Übungen auch mit zeigen. Ja, hallo, hallo. Woher aus Deutschland bist du, Heidi? Ich komme von Bremen. Okay. Ja, ich bin hier schon seit einer langen Zeit. Ja. Und mein Deutsch ist nicht mehr so gut. Oh ja, das ist perfekt, aber das vor 45 Jahren hat sie beim Arnold auf der Schulter gesessen. Ja. Da haben die beide promoted. Okay. Nicht viel, ne? Ja. Und heute ist sie fit mit 82. Unglaublich. Wahnsinn. Ja. Du darfst dein Alter sagen, du siehst so toll aus und sie trainiert so wahnsinnig. Trainierst dabei. Jeden Tag? Ja, 5 Tage noch davon. Okay. Komm mal mit raus, wir gehen jetzt ein bisschen trainieren. Dass wir jetzt hier nicht nur schnacken. Auf hier, los. Aber warte mal, wo ist Kai? Komme! Der soll nicht weglaufen, der soll herkommen. Mach ein paar Übungen einfach nur. I told myself that money would never be a factor. Heidi ist 82 und ihr seht, wie super sie trainiert. Also das Alter wichtig ist heutzutage. Mit 20 und 30 können wir es alle. Aber wenn es nachher auf die 50, 60, 70 und so war oder noch auf die 80 zugeht, dafür müsst ihr trainieren. Und da ist die Ernährung 80% und 20 oder 70% und 30% ist immer Ernährung. Ach, guck mal, der ist super definiert, der Kai. Einfach ein bisschen mehr, nur einfach. Einfach ein bisschen mehr. Ja, wir machen nur einfach, nur mal so. Einfach? Ja, und runterdrücken. Schön. Super. Schau mal, wie der Trizep hat. Der ist natürlich toll definiert. Ganz wenig Fett halt auch. Ich kenne ihn nicht schon an. Also ich glaube, wir kennen ihn schon mal über 20 Jahre. Das stimmt wohl, ja. Also locker. Aber immer durchtrainiert, Fett trainiert auch regelmäßig. Fett hatte ich nie viel. Nee. Aber ich bin noch nie so moderiert worden beim Training, muss ich sagen. Ja. Das tut gut. Das tut das gut, da ja? Geht, da geht gleich das noch ein gibt bisschen richtig mehr. Power. Ja, ja, sich die ein- und ausatmen. Ich weiß noch, wo sie erzählt, wenn der Möller mal so 50, 55 ist, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Tja, Leute, getäuscht. Heute mit 63. Ist so funny. Ja? Noch mehr und noch besser als je zuvor. Total. Okay, well. Ja. Ja. That was good. Los, ran jetzt hier. Die letzten zwei waren nicht mehr gesund. Die dürfen auch abgefälscht werden. Super. Jawohl. Schön. Super. Ja, schöne Definition hat er. Sehr gut. Oh ja. Ja, richtig. Oh, der wird so aufgepumpt sein bei seinem nächsten Sender und dann platzt der Anzug, du. Noch zwei, komm! Ja! Und Power!
Ja! Sehr gut, Heidi, ja. Wichtig ist, im Alter mobil zu bleiben. Ja? Ihr wollt auch noch mit 60, mit 70 und 80 Lebensqualität haben. Und dafür müsst ihr euch dementsprechend ernähren und auch trainieren. Das ist wie bei der Rente einzahlen. Ich meine, bei uns gibt es keine Rente mehr demnächst, aber euer Buddy, der wird es euch danken, egal wie alt ihr werdet. Kann ich nichts hinzufügen. Du siehst, Ralf, dass ich die viel sauberer ausführe, als du die eben gemacht hast. Ja, das stimmt, da muss ich zu. When it comes to bopping, she's my juke. Joint queen, but I say, my baby likes to. My baby likes to rock and roll. Da ist der Bürgermeister, der Mayor, der Bürgermeister hier von Venice. Let me introduce you to Kai. Pflaume is the number one show host in Germany. Say hello to the Germans. Hello, Germans. Germany, wie geht's? Was ist los? Der Bürgermeister von Venice Beach. Oh, really? Yeah. Someone who has to do it. Someone who has to do it. Someone who did it. Guter Bürgermeister. Tough job. Yeah. Tough job. Thank you, guys. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Ja, gut. Auch die politischen Kontakte sind wichtig. Ein und aus. Einatmen und aus. Prima machst du das, Kai. Meistens 3 bis 4 Muskelgruppen in einem Circle. Okay. Und das so, ja, eine Stunde ungefähr, manchmal ein bisschen länger. Aber und manchmal auch nur Tage, wo man dann vielleicht nur 2 Muskelgruppen trainiert. Kennst du Sascha Huber? Nein. Das ist so der größte Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Okay. Ja, er sagte mal, er hatte mal eine klare Prämisse, wenn es zum Training geht, totale Eskalation. Du musst Sascha Huber unbedingt mal treffen. Gerne, ja, auf jeden Fall. Wo ist der, München? Also sitzt in der Nähe, wo ist Österreicher, wohnt in der Nähe von Innsbruck. Den treffen wir zusammen beim nächsten Mal. Also Sascha. Sascha, Grüße gehen raus. Okay. Das gemeinsame Training ist vereinbart. Ja, auf jeden Oder Fall. Sascha, komm mal hierher, das wäre auch gut. Auch mal eine tolle Sache. Ja. Come on, baby, hey, boy. Introduce yourself. Hi, this is you? Kai. Nice to meet you. I like the way you dance. Yeah. You like the way I dance? Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, you got a little rhythm. See, let me tell you something. See, now Caucasians, right? They do this. The brothers do, like, oh, yeah. The brothers do. The move. Tell me the last movie you worked on. The last thing I worked on was NCIS. I was a guest star. And we had a really good time. Last film I worked on was Arthur the King with Mark Wahlberg. It's in post-production still right now. Yes. So, you know, we just keep our fingers crossed. We keep doing the work. We're having fun. Okay. Los Angeles, enjoying, baby. Enjoying Los life. Los Angeles, okay. Baby. Enjoying good life. To see you, buddy. Good to go see and you, work baby. Out. All right, now. Have fun. Take care, baby. All right, now. Boom. Yeah. Nice to meet you. Yeah, here. Come on. Show the rhythm. Yeah, here, both of you. Come. The dance. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. You see? Yeah. Ich glaube, Ralf geht gar nicht zum Trainieren her, der socialized hier einfach nur. Der ist ein bisschen. Ralf ist eigentlich der Host, als ob ihm das Gym hier gehört. Good to see you. I saw the. I just said, man, let's make it work. Oh, yeah, yeah, of course. Oh, yeah. Good to see you. The one and only. Retired right now. Oh, come on. Yes? Yeah. No. He's always working out. Good to see you, brother. Good to see you, brother, my dear. Good to see you. Nice to meet you. Schrägbank drücken. Ja, eins. Sehr gut. 2, 3, ganz hervorragend macht er die Übung. Was ist dein? Es gibt Maschinen, aber ich halte natürlich die Freihanteln haben immer noch einen besseren Effekt, das ist ganz klar. Was war so dein Maximum auf der Bank? Also so ich habe damals auf der auch Flachbank, war meine Höchstleistung 245 Kilo damals. Die habe ich 3-mal gemacht. Ich habe so mich mit 140 aber aufgewärmt. One rep. Also eine Wiederholung. Mit 240 habe ich 3 gemacht. Mhm. Aber ich hatte mich damals wirklich so mit, als ich anfing, habe ich mit 40, 50 Kilo. Da war mein Ziel, das heißt immer, dass du dein Ziel hast, dein eigenes Körpergewicht zu drücken. Das war damals bei knapp 100 Kilo. So um 100 Kilo war mein Ziel. Mhm. Da habe ich auch eine Weile für gebraucht, bis ich das schaffte.
Dann später, viele Jahre, habe ich mich mit 140 aufgewärmt. Und dann bin ich bei Seminaren auch mal so auf 180 gegangen. Habe da 8 bis 10 Wiederholungen gemacht. Auf 180 war ich auch schon ein paar Mal, aber nicht auf der Bank. Und ja, das war dann das, da hat man auch, gut, da war ich 27, 32, das ist die Höchstzeit. Also Mitte 20 ist man 26, 27, 28, ist man so in der Höchstphase auch von der Kraft und von allem her. Ja, in welcher Phase bin ich dann jetzt? Wir sind schon darüber hinweg. Wir haben das, ich bin jetzt gerade das dritte Mal 26 in meinem Leben. Ja, ich weiß, deshalb bist du auch so fit, mein lieber Freund. Ja? Aber sag mal, so diese auch zu der ganzen Zeit, als du damals hier Mr. Universum und so was, wurdet ihr dann oder wurdet ihr auch als Show gebucht irgendwo hin? Also bist als quasi Show, ja, ich habe Gastauftritte gemacht. Also klar, ich habe Seminare gegeben. Ich bin viel rumgereist in Europa. Ich habe Studios eröffnet in den 80er Jahren, Fitnessstudios. Ich hatte Verträge damals mit Karstadt, da gibt es Alex Textilien, oder mit in den 80er Jahren Maredo Steakhouse-Kette. Ich habe eine Kleinigkeit heute schon gefrühstückt, ja? Aber ich bin langsam ready für. Ich brauche ein paar Proteine jetzt. Okay. Das habe ich gelernt. Weißt du, das nützt ja alles nichts. Das ganze Training nützt nichts, wenn die Ernährung nicht stimmt. Und direkt so fahren die nach dem Training. Da gibt es doch diese eine Stunde. Da muss man durch das alles reinhauen. Und damit wir die catchen, hören wir jetzt auf, sind fertig, haben toll trainiert und gehen jetzt gleich ganz vegan essen. Ins Magos. Wird euch gefallen. Also, Magos au Montana, 16th Street. Okay. Ja? Das habe ich gelernt. Wenn man nicht abnehmen möchte, also durch Training, eher zulegen, darf man nie Hunger haben. Dann müssen wir sofort was dagegen unternehmen. Ja, aber sofort. Du konntest ja heute mit dem Training nicht aufhören. Du wolltest noch einen Satz und noch einen Satz. Aber jetzt habe ich Hunger. Okay, Magos, reines veganes Restaurant. Und ganz tolle Sachen sind hier. Wir machen keine Werbung, aber es ist gut hier. Hallo. Hey, guy. How are you, my man? How are you? Good to see you. Good to see you. Ah, nice. Nimmst du? I have a double vodka on the rocks. It's 12 o'clock is the right time to start with that. but please, vegan. Vegan. Vegan, no. Vegan vodka. You know what, bring me a nice tea, peppermint tea. Okay, you know, with honey on the side and some water. Ich mag hier die Roasted Brussels Sprouts, aber was wir nehmen ist, was ich vorschlagen würde, ist die Ball. Und die Ball ist auch mit, ja, mit dem Vegan Burger natürlich, ja, die würde ich empfehlen. Burrito Ball? Die Burrito Ball, ganz genau. Die Vegan heißt nicht, dass ihr auf Diät seid, sondern Vegan hat auch ganz schöne Kalorien. Ihr müsst natürlich aufpassen bei den Produkten. Mittlerweile gibt es natürlich viele Hersteller, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und auch nicht immer das Allerbeste da reintun. Ganz sicher seid ihr natürlich, wenn ihr euch die rote Beete, die Linsen, die Bohnen, die Erbsen. Ich liebe rote Beete. Alles andere besorgt. Rote Beete. Es gibt ja noch Brunch Plates. Es gibt hier ganz tolle Sachen, wie gesagt. Es kommt demnächst übrigens ein Buch von mir raus. Das werde ich dir nächste Woche oder wenn es im Dezember ist, kommt im Januar, Februar raus. Heißt Vegan Gladiators. Mit dem Timo, mit meinem Freund, der ist auch richtig. Der Timo ist also veganer Koch. Und wir haben ein Buch rausgebracht mit fast 700 Rezepten. Seit du dich vegan ernährst, was merkst du denn? Merkst du einen Unterschied für dich? Ja, man merkt es wirklich. Also gut, ich weiß nie. Was hast du mehr? Energie? Oder? Energie merkst du mehr. Das fängt schon mit der Verdauung an. Du hast wirklich in der Erbse, Linsen oder Kichererbsen in 100 Gramm wirklich mehr Proteine als in so einem riesen Kilo Steak. Das mag man gar nicht, aber es ist nun mal halt so. Ja, Leute, guckt hier. Da geht, trotzdem ist alles da. Ja? Ist nichts weggegangen. Ist nichts weggegangen. Aber auf der anderen Seite auch. Pasta? Du nimmst nicht die Bowl? Nee, ich nehme die Pasta. Die normale Pasta. Burrito Bowl, both okay. Grains and possible. Hab ich dir nicht gesagt, dass die Burrito Bowl gut ist? Ja, aber du nimmst die doch. Da müssen ja zwei verschiedene Sachen auf dem Tisch haben. Gut, okay. Ich glaube, meiner kommt dann gleich auch noch. Ich glaube, ehrlich gesagt. Bowl. Aber ihr seht hier, ja? Da seht ihr keine Salate. Aber ihr seht, hier sind auch Proteine und pflanzliche Sachen überall drin. Ja? Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat uns alles gebracht, über das wir jemals in seiner Anwesenheit gesprochen haben. Weil er hat jetzt, also wir haben jetzt ja die Breakfast-Pizza und die Pasta und die Pancakes, aber egal. Kannst du aber gerne auch mal probieren. Schau mal her. Sieht gut aus. Das ist die Bowl hier.
Guten. Komm, Meister Freddy, komm jetzt erstmal. Alles gut, ja. Ja, ja. Das ist übrigens hier die Montana. Das sieht jetzt so ein bisschen unauffällig aus, aber hier sind tolle Shops, tolle Restaurants. Hier gehen die Stars spazieren. Ja, Leute. Hier haben wir gerade Bruce Willis ja auch gesehen. Ja, Bruce Willis ist auch gerade vorbeigelaufen. Hast du Bruce Willis gesehen? Der müsste ja entgegengekommen sein, ja. Als du zum Auto gelaufen bist. So, jetzt Runde Beverly Hills. Ja, jetzt geht's nach Beverly Hills. Zeig mir doch mal, wie so ein Hollywood-Star hier lebt. Ne? Ich hoffe, du hast deine schwarze Kreditkarte mit? Ja, ich würde gerne einkaufen. Du fährst doch wahrscheinlich jetzt nach dem Mittagessen dann auf den Rodeo Drive. Ja, sicher. Da muss ich das verdiente Geld, was ich am Vormittag verdient habe, am Nachmittag wieder ausgeben. Genau, ein bisschen Zigarren einkaufen. Hast die Schuhe heute passend zum Sitzleder gewählt? Ja, ich habe mal unauffällige Schuhe heute genommen. Ja, aber guck mal hier. Ich kenne niemanden. Stell mal den Schuh da hoch. Ja, aber hier. So weit musst du erstmal kommen. Das ist hier Color Match Level 1000. Naja. Die hast du dazugekriegt zum Auto. Komm jetzt. Du auch ja nicht, ne? Nee. Habe ich nicht nötig. Ja, ich bin ganz vegan, wenn dann richtig. Mhm. Ja? Eine kleine kubanische Trinidad. Mhm. Ja, so ich meine, das macht mir was aus, dann. So kenne ich. Achtung, wir machen das ein bisschen runter hier. So kenne ich dich, Ralf. Jetzt siehst du, wie das mal ein bisschen weiter geht hier. So, jetzt fahren wir mal nach Beverly Hills. Yes. Das Leben ist schön. Oh ja. Mit dir kann man doch die perfekte Star-Tour machen. Es gibt doch diese Touri-Tours, weißt du, ja, wo man so die Häuser besichtigen hier, kann. Das ist das Amici, Brentford. Ja, ganz toller Italiener. Aha. Hör mal, man kriegt dich vielleicht aus Recklinghausen, aber man kriegt Recklinghausen nicht aus dir raus. Ja, Toskana, ganz wichtig. Wollte gerade sagen, das weiß ich, dass das so ein Star-Restaurant ist. Ne? Da gehen viele große Stars. Toskana, ganz toll, hier an Darlington Avenue. Weil hier war ich nämlich vergangenes Jahr mit Thomas essen. Ja, da wurde es auf einmal so ganz mucksmäuschenstill, aber nur für 2-3 Sekunden. Wer kam rein? Sean Connery. Oh. Und der saß genau in der Mitte, der wollte eigentlich am Rande irgendwo, wir hatten wohl keinen anderen Tisch. Da kann reinkommen wirklich sonst wer. Vielleicht bei Clint, da verstummt sie auch noch mal so 2 Sekunden. Aber ansonsten juckt das keinen, ob der Sean Penn, der Al und was weiß ich nicht, alles da sind, da geht es weiter weiter. Aber bei Sean Connery auf einmal war 3 Sekunden mucksmäuschenstill halt und dann ging es wieder laut. Gibt es halt dann doch die ganz großen Legenden, ne? Ja, ja. Ja, hier sind die Apartments Building, die gehen also auch in Millionenhöhe. Penthäuser und große Wohnungen hier am Wiltshire. Beverly Hills 90210. Yes. Yes, der berühmte Postcode, Zipcode. Ja, hier ist guck mal, schon alles auf Weihnachten eingerichtet. Alles schon auf Weihnachten hier eingerichtet, ganz genau. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Autos, die stehen immer hier. Ich glaube, die stehen auch eher so aus Promotion-Gründen hier. Ja, das ist so mit die teuerste Einkaufsstraße. Ich glaube, in New York die Fifth Avenue und in München ist es die Maximilianstraße. In Düsseldorf ist es die Kö. Sie alle, oder? Ja. Er kennt sie alle. Er weiß ganz genau, er kennt die Stars und weiß, was für Autos die fahren. Ja, richtig. Der sieht immer die neuen oder die alten Modelle, je nachdem. Und ja, hier sind wir jetzt gleich im... Er sieht die neuen Autos und die alten Modelle. Und die alten Modelle. Ja. Er tut schon wieder. Ja, das natürlich kann man alles sehen. Ist hier, gehen wir jetzt rein. Hier gibt es auch den Friseur. Den berühmten? Der Stars, ja. Oh. Dies ist auch ein Zigarrenplatz hier. Das ist jetzt im Moment leer, aber
der Nazareth, aber es ist nicht der unser Havanna-Club. Der ist auf der anderen Seite, der ist auch größer. Da gehen wir gleich mal schauen. Ich will mal gucken, ob der Giuseppe hier ist. Da sitzen dann welche. Hi, how are you? Hi, buddy, how are you? Yes. Is Giuseppe there? No, right? No, he just left. He had a rough night. Ah, hello. Giuseppe just left. Und da drüben, diese Pizzeria ist auch eine der berühmtesten, hier on Cannon Drive. Mm-hmm. Da haben vor ungefähr 3 Wochen gab es ein Video mit Stallone mm-hmm. und mit Al Pacino. Mm-hmm. Und die haben dann da an dem Tisch ganz normal gesessen, da hinten. Und okay. Das ging überall dann rum. Wir gehen mal jetzt zum Café Roma. Mm-hmm. Aber schon sehr schön hier. Hier ist, wie gesagt, das Café Roma. Jetzt haben wir natürlich 2:30. Die Leute haben schon Lunch gehabt, das hat es am Abend wieder auf, hier zum Beispiel. Guckt hier. Hi, how are you? How are you, buddy? Everything good? How is everything good? Oh, nothing good. Good. Not, yes. Sitzen wir dann auch schon mal und rauchen auch schon mal eine. Hier ist es dann auch erlaubt. Ja, gut. Ja, stimmt. Du darfst ja hier nirgendwo rauchen, ne? Ne? So auf der Straße und so? Nee, wie gesagt, aber hier könnte man rauchen, genauso drüben auf dem Havanna Club. Hier möchte ich gar nicht wissen, Leute, was an diesem Tisch hier, so wie der hier bestuhlt ist, was hier für Deals gemacht werden, was hier abgeht. Hier geht es schon ab und genügend Wein ist ja auch da. Ich würde sagen, hier wird doch alles verdealt. Hier wird schon mal gesmoked, geraucht. Hier wurden auch schon so einige Deals im Film. Die ist unterzeichnet und wo hast du denn deinen ersten Vertrag unterschrieben? Also du hast ja irgendwann hier deinen ersten Film gemacht. Ja, das war mit Menachem Golan. Mhm. Der hat damals in den 80er Jahren, Menachem, Joachim Globus, die waren in den 80er Jahren. Die haben mit Michael Caine, die haben mit Stallone Filme gemacht, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Dann kam ich später dazu, 88 haben wir den Cyborg gedreht mit Jean-Claude Van Damme. Wo hast du da den Vertrag unterschrieben? Weißt du noch? Ja, das war das hatte ich hier am La Cienega in Wiltshire. Da haben die Büroräume gehabt. Okay. Also das 10 Minuten war unprätentiös, also einfach ein Büro. Es war ein Büro, obwohl er hatte ein tolles Büro, immer nach dem Golan. Es hat bei mir gedauert eine Woche, bis ich einen Termin bekam, beziehungsweise ich bekam keinen. Ich bin dann einfach mal unten hin. Ich habe gesagt, ich bin 12 Stunden geflogen, um 5 Minuten mit meinem Nachbarn zu sprechen. Walk-in Appointment. Ja, und dann hat sie das auch weiter hochgegeben und das war damals 1988 so ungefähr und dann konnte ich auch nach oben kommen, Mr. Universum. Ich habe gesagt, ich habe mein Magazin und ich kenne Millionen auf der Welt durchs Bodybuilding und so. Ich hatte natürlich schon vorher mal Kontakte dahin, aber es hat nie zu einem Termin gereicht. Jetzt war ich sowieso gerade hier, weil ich auf Hawaii einen Gastauftritt hatte bei einer großen Bodybuilding-Veranstaltung als Gast und kam dann zurück und dann, als ich dann den Spruch brachte, 12 Stunden geflogen, um extra nur 5 Minuten mit ihm zu sprechen, das hat dann funktioniert. Ich kam nach oben. Leute, merkt euch das, wenn ihr irgendwo mal einen Termin haben wollt, wo es schwierig ist, ne? Ja. Vielleicht zieht das mit dem Spruch. Vielleicht geht das noch in der Zeit, ja. Und da bin ich dann tatsächlich oben hoch und da hat er mich dann auch, habe ich halbe, dreiviertel Stunde gewartet. Und damals war dann noch, dann bin ich dort oben hoch, habe dann ein bisschen was erzählt. Und er war gleich, als ich reinkam, er hatte so Hosenträger an, ein weißes Hemd, der Menachem. Und im Hintergrund ist ein großes Fenster. Man konnte wirklich aufgrund der Höhe, weil es war ein hohes Gebäude, konnte man das Hollywood-Sign im Hintergrund sehen. Und da habe ich nur noch von mir erzählt und dann hat er mich zu Carlo Ponti, der war gerade nebenan, ein großer italienischer Produzent, der Mann von Sophia Loren. Und da dachte ich, das ist Captain America und begeisterungsfähig. Und wir haben dann später einen Deal gemacht. Ich war dann auch in Cannes. Später, 88, habe ich erst noch Cyborg. Das war ein 3 Wochen Dreh mit Jean-Claude Van Damme, der war auch gerade erst auf dem Weg nach oben. Wir gucken mal, ob wir einen Ausschnitt von Cyborg irgendwo finden oder das Filmplakat oder so. Auf jeden Fall. Ich habe da noch ein Bild, glaube ich, auch mit Jean-Claude. Aber das zeigen wir euch hier gleich mal. Und da haben wir dann Universal Soldier. Das war wieder mit Jean-Claude, Dolph Lundgren und ich. Und die erste, Roland Emmerich hat die Regie geführt dabei. Der Film hatte damals ein Budget von 18 Millionen. Und hat aber weltweit über 100 Millionen eingespielt.
Und das war dann auch für Roland der große Start in die große, ja, ist ja heute legendärer Blockbuster-Regisseur. Okay. Und was würdest du sagen, war bis heute deine größte Rolle, dein größter Erfolg, dein größter Film, den du gemacht hast hier? Jeder Film hat dir. Sag mal, es gibt immer einen. Nicht, du bist kein Politiker. Ja, gut. Ja? Nein, nein. Ich wollte nur sagen, als ich mit meinem Vorbild damals 88 in Duisburg gedreht habe mit Götz, auch wenn es nur eine kurze Rolle war, da war ich schon in Heaven. Mhm. Natürlich, als ich da mit Roland Emmerich gedreht habe und wir dann so einen erfolgreichen Film hatten, das war eins. Der allergrößte, der auch mit 11 Oscars nominiert war und wovon wir dann 5 Oscars auch bekommen haben. Ich sage wir, weil wir auch der Film hat den Oscar bekommen, war natürlich Gladiator, der bis heute überall noch gesehen wird und immer wieder gern gesehen wird, den die Leute teilweise, wie sie mir sagen, 20, 30, 40 Mal gesehen haben. Und dann sagt man, wie 40 Mal? Und dann erinnere ich mich, das ist ja schon über 20 Jahre her. Jetzt zum Beispiel haben wir einen neuen, der noch beendet wird, dann demnächst in den Bavaria Studios. Der Film ist in Budapest gedreht worden, überwiegend mit Michael Fassbender, mit Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und mit mir als Thor. Ich habe da noch Drehtage nächstes Jahr. Und das war eigentlich so ein Film, der auch immer wieder, auch beim Russell Crowe, der den Oscar bekommen hat, hat der, da gibt es auch Ausschnitte, die kann man auch noch immer zeigen oder sehen, der hat so viele tolle Filme gemacht und trotzdem bleibt er dann der Gladiator. Also du hast dann, genau wie Arnold dann mit Conan oder mit Terminator, so ist der Terminator auch eine der ganz großen, obwohl er auch andere Komödien gemacht hat. Oder Stallone mit Rambo oder Rocky. Ja? Da sind die haben was weiß ich wie viele Filme gemacht. Aber da gibt es gewisse, die sind dann in den Köpfen drin. Okay. Und ich habe da nichts gegen, mit einem so. Gibt doch Schlimmeres so als der Gladiator. Als der Gladiator zu sein und in einem Film, der so viele Oscars bekommen hat. Ja. Okay. Ja. Komm, wir gehen nochmal ein Stück Ja, das muss ich dich natürlich auch noch fragen. Die ganze Geschichte mit Arnold, wo habt ihr euch eigentlich dann wirklich kennengelernt? Also ihr kanntet euch dann über die Budding-Building-Szene? Nee, ich habe ihn, als ich 1981 war ich bei einer Veranstaltung in Olympia in Columbus, Ohio. Da habe ich ihn aber nur gesehen, aus der Entfernung. Und da war er aber schon groß. Naja, er war 1980, hatte gerade... 1980 hat er gerade Conan gedreht, jetzt kommt's. Aber richtig vorgestellt wurden wir in Essen, in der Lichtburg, in dem größten Kino von Deutschland. Und da hat er die Conan-Premiere gehabt und da hat der Albert Busig uns vorgestellt. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir haben uns ja schon letztes Jahr, da habe ich den nur aus der Entfernung gesehen. Sein Kumpel Franco Colombo wurde da Mr. Olympia. Und da hatten wir uns gesehen, oder ich habe ihn gesehen, aber seit 82. Und dann bin ich immer, wenn ich mal hier war, für 2 Wochen oder 3 Wochen, oder habe auch trainiert, damals im World Gym, das war eigentlich das Studio, was wir gesehen haben, abgerissen World, wurde. Genau. Ja. Da haben wir dann mal trainiert und mal gesehen. Und als ich dann ganz rüber kam, 1992, da waren wir dann natürlich. Hallo! Danke, gut, euch auch. Genau, und da habt ihr. Und, da haben wir uns dann kennengelernt und dann, befreundet. Wir kennen uns heute seit 40 Jahren. Ja, Wahnsinn, gell? Oh, 40 Jahre, was eine Zeit. Und seit 82. Und ihr verbringt ja wirklich auch viel Zeit mit uns. Ja, sicher. Weil viele ja immer. Weißt du, ich frage das auch deswegen, weil ich weiß ja, das ist ja immer so. Ralf Möller hier, der Arnie-Kumpel, ne? Also so. Ja, und dann tun die Leute ja oft so, als würde das gar nicht so sein und man würde immer nur so tun. Aber ich weiß ja, dass ihr wirklich euch oft seht wir und sind, viel Zeit miteinander verbringt. Ich meine, ich muss es denen nicht zeigen, aber wir trainieren zusammen, wir fahren zusammen Motorrad und gehen auch zusammen alle zum Skilaufen. Ja, ich und meine, das hat sie natürlich. Also ihr müsst Ralf unbedingt auf Instagram folgen. Ich kann euch sagen, das lohnt sich sowieso.
Ihr kriegt jeden Morgen einen super Ausblick über Santa Monica. Ja, ich habe dich sofort dazu geaddet. Hast du dich gleich wiedererkannt. Was, du hast mich jetzt erst geaddet? Ja, ich hab nur 30 Leute, denen ich folge. Das sagst du jetzt? Jetzt haben wir ja einen Grund. Jetzt bin ich ja bei dir endlich, wo ich so lange gewartet habe, bis er endlich mal rüberkommt. Wir haben uns sonst immer verpasst und ich jetzt Teil dieser tollen Produktion bin. Dann bist du natürlich, jetzt verfolge ich das natürlich ständig. Ja. Danke. Ich meine, das ist auf jeden Fall. Guck mal, da, wir können da in dem Comment, ich zeige mal hier den. Da hat sich, den, ja, hat sich ja mehr als lass uns doch mal darum. Da. Den Baum habe ich jetzt schon extra für dich schmücken lassen heute. Ja? So ungefähr sieht mein Baum zu Hause aus. Ja, klar, ja. Du hast sehr hohe Decken. Ne? Ja. Und, Kammer. Ist der? Ne? Schon fällt's runter. Kammer. Und nee, das ist schon toll hier. Und naja, wir kennen uns ja nun auch schon über 20 Jahre und haben schon auch einige Shows erlebt, zusammen, gemeinsam, wo du mich eingeladen hast oder auch so privat, haben wir viele nette Erinnerungen und das freut mich natürlich. Also man kann im Grunde sagen, nach Ani bin ich dann zweitbester. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du kommst gleich mit oben ab. Oh. Und mir gefällt das auch, die Produktion hier auch. Schön. Vor allen Dingen, was wir machen können, auch in Zukunft mal bei dem einen oder anderen Film, wenn es deine Zeit erlaubt, mich bei den Filmen auch zu beobachten, mal zu den Dreharbeiten rauszukommen. Bei Kong Fury haben wir noch ein paar Drehtage im nächsten Jahr. Oder auch den Wikinger-Film The Sword of Odin, eine große Produktion. Da ja, lade ich dich auf jeden Fall ein. Kann auch irgendwo weiter weg sein, ich komme überall hin. Ja, ja? Die Ehrenpflaume geht immer mal auf Ehrenpflaume geht immer. Bleib bei Ehrenpflaume, ja? The best. Sehr gut. Und ja, ich bedanke mich für einen tollen Tag mit dir. Ja, ich habe zu danken. Und danke für deine Zeit. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Auf gar keinen Fall. Ja? Leute, ich sage es noch mal ganz kurz, weil das ist immer ganz wichtig zum Abschluss. Ich habe es gesagt. Abonniert Ralfs Kanäle, folgt ihm auf Instagram, es lohnt sich. Und ihr wisst natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, so sagt man auf YouTube. Richtig, auch Kommentare, was wir gut gemacht haben oder nicht so gut gemacht haben. Abonniert Ehrenpflaume. Es kommen ja noch viele spannende Videos, das kann ich euch schon mal versprechen. Und insofern, ne, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für deine Zeit. Und wir sehen uns auf bald wieder. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, mein Freund. Okay. 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 Who knows how many times